Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und dieses Video ist sozusagen das Anschlussvideo aus der vorangegangenen Woche. Und zwar habe ich dir im letzten Video erklärt, warum es wichtig ist, auch Solo-Transkriptionen oder die Soli berühmter Jazzmusiker zu transkribieren. Und heute möchte ich dir ein konkretes Vorgehen zeigen, wie das eben auch gut gelingen kann. Ja, heute möchte ich dir ein Stück vorstellen vom Saxophonisten Hank Mobley. Remember heißt das Stück und du kannst dir das gleich einmal anhören. Ich spiele dir gleich einmal das Thema dazu vor mit Hank Mobley zusammen sozusagen. Aber es ist nicht nur wichtig, dass du eben das Solo spielen kannst, sondern du solltest dir natürlich auch den Tune, den Standard so per se einmal anschauen, unabhängig jetzt von dem Solo. Das heißt, du solltest das Thema spielen, du solltest über die Akkorde Bescheid wissen, du solltest die Grundtonbewegung verinnerlicht haben und ein bisschen, ne, mit den Akkordtönen, mit dem Akkordmaterial improvisieren können. Indem du jetzt sagst, okay, ich spiele nicht das komplette Solo, sondern ich spiele nur einen Ausschnitt, eine Passage daraus, ergeben sich wieder neue Möglichkeiten für dich. Denn diese Passage, wenn die nicht allzu lang ist, wirst du auch sehr gut und relativ schnell auswendig spielen können. Und das Auswendigspielen ist so wichtig, weil du, ne, das alles viel mehr verinnerlichen kannst und viel sicherer einfach auch spielst. So, ne? Weil wir neigen immer dazu, auch aufgrund unserer Erziehung hier in Europa, so stark an den Noten zu kleben. So, aber hey, versuch's wirklich auswendig zu spielen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und gerade beim Auswendigspielen, ne, kannst du natürlich dich auch noch viel mehr auf die Aspekte konzentrieren, die diese Passage ausmachen. Also viel mehr noch dich darauf konzentrieren, dass du es wirklich genau exakt kopieren kannst. Auch in Bezug auf Artikulation, Tonqualität oder Sound, Timbre, Phrasierung. Ne, also dass du diese Aspekte auch wirklich gut in deinem Spiel abbildest. Generell gesagt geht es in meiner Philosophie der Transkription jetzt weniger darum zu sagen, okay, ich will den kompletten Chorus, den kompletten Standard 1:1 spielen, wie, was weiß ich, Hank Mobley das gespielt hat oder John Coltrane oder Charlie Parker, sondern für mich ist es viel hilfreicher, wenn ich kleine Passagen daraus richtig gut spielen kann und Aspekte daraus in mein Spiel übertragen kann. Sei es jetzt, dass es zum Beispiel eine 2-5-1-Verbindung gibt, wo eine interessante Phrase drüber läuft, dass ich diesen Takt eben zum Beispiel mal in allen Tonarten übe, einfach um das gut, ne, in die Finger zu bekommen und diese Griffkombination auch manchmal, ne, wenn die so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass ich
das auch lerne und auch diese Wege auf meinem Instrument gehe. Also gar nicht mal jetzt so, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt hier die Phrase von Dexter Gordon geübt, die 2-5-1-Verbindung, und die kann ich jetzt immer, wenn ich da in der Dream spiele, kann ich das immer umsetzen. Darum geht es weniger. Es geht eher darum, so flüssig zu spielen und solche Phrasen auch, ja, in anderen Tonarten spielen zu können und im Kopf frisch zu bleiben. Und dann, wenn du sowas sehr häufig gemacht hast, dann passiert es manchmal dann auch, ja, ohne dass du es bewusst so planst, dass dann so kleine Schnipsel und kleine Fetzen aus diesen Soli sich ganz normal, ganz organisch in dein Spiel, in deine Improvisation einfach integrieren. Und darüber hinaus beobachte ich das auch bei mir selber, wenn ich längere Zeit mich mit allen Saxophonisten beschäftige und hier das Material übe und versuche, ja, diese Stilistik so ein bisschen zu verinnerlichen, dass das auch auf mein Spiel abfärbt. Ja, und das finde ich auch sehr interessant, dass man sich an der Meisterschaft und an der Virtuosität, am künstlerischen Ausdruck der eigenen Vorbilder in Anführungszeichen ein bisschen selber auch bereichern kann. Das ist eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Ja, das war also der zweite Teil zum Thema, warum ist es sinnvoll, auch Solo-Transkriptionen zu spielen. Heute mit dem Beispiel von Remember von Hank Mobley. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Ja, und nochmal der Hinweis: Morgen am 15.10. startet ja das Saxophon Online Weekend, der Saxophon Online Workshop mit 4 weiteren Gastdozenten. Wenn du Interesse hast, kannst du dich sehr gerne hierzu noch anmelden. Einen Link auch hierzu findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's mit dem Video für heute. Wenn das Video dir gefallen hat, so lass gerne ein Like da. Das hilft mir, noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen auf YouTube, und abonniere darüber hinaus auch gerne meinen YouTube-Kanal. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem neuen Video oder auch am Wochenende beim Saxophon Online-Workshop. Bis dahin und schöne Grüße.